Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und nein, es ist heute kein Podcast-Interview oder auch keine Podcast-Folge. Es ist rein ausschließlich ein YouTube-Video, wo ich auf andere Videos reagiere. Und zwar geht es um Storytelling im Verkauf, Storytelling im Business. Und zwar, man kennt ja die großen Firmen wie Aldi, Lidl und Co. Die haben jetzt Weihnachtswerbung auf YouTube hier rausgebracht. Einige laufen auch im Fernsehen, im sogenannten Trash-TV, wo ich sagen würde. Und darauf gehen wir mal ein. Ich zeige euch auch gleich mal ein paar Videos. Dazu gebe ich kurz mal mein Bildschirm frei. So, ihr seht ja jetzt mein Bildschirm, mein Desktop von YouTube, von der YouTube-Plattform. Der erste, das ist von Penny. Ne? Wenn jetzt hier kein Penny stehen würde, wird man es nicht gleich sehen, dass es Penny ist. Ne? Auch die heilige Nachtschichten läuft auch gerade aktuell noch, respektive nicht mehr, glaube ich, im Fernsehen. Ich bin mir jetzt nicht aber zu 100% sicher, ob das jetzt noch läuft oder nicht, ne? Weil ich grundsätzlich kein Trash-TV so schaue. Ich gucke, wenn dann mal Netflix oder halt einmal an Weihnachten mal irgendwie das ganze normale TV, aber sonst Netflix oder Amazon Prime oder Disney Plus. Genau. Ich möchte jetzt ungern irgendwie die Videos aufmachen und das alles abspulen wegen den Urheberrechtlinien und so weiter und so fort. Ich möchte euch nur einfach zeigen, dass hier sehr viel mit Emotionen, sehr viel mit Storytelling gearbeitet wurde, dass die so ein genannten Drehbuch geschrieben haben und diese Schauspieler, wo das gespielt haben, das Drehbuch auswendig gelernt haben. Was kann man jetzt davon mitbekommen? Das heißt, man kann aus diesen Sachen sehr viel mitnehmen, wenn man im Vertrieb arbeitet, soll man auch einen sogenannten Leitfaden im Telesales haben, wo man drauf schauen kann, ob man nach dem Leitfaden arbeitet, aber man sollte nach dem Leitfaden nicht das ablesen. Ne? Der Schauspieler an sich hier, der übt seine Rolle bis zum Erbrechen, bis er es wieder rauskotzen kann, auf Deutsch gesagt, und es auswendig kann. Ne? Und so ist es auch im Vertrieb, im Telesales. Du lernst deinen Leitfaden in- und auswendig. Du hast den nur noch als Unterstützung, wenn du mal was Außergewöhnliches machen musst. Aber sonst solltest du deinen Leitfaden, dein Drehbuch auswendig lernen. Hier dabei geht es aber auch um die Emotionen. Na, wie verkaufst du dich oder dein Produkt am Telefon? Oder wie verkaufen die sich als Aldi, Rewe und Edeka in diesem Film? Die verkaufen sich nicht in der Hinsicht als Marke, als Firma, sondern die verkaufen Emotionen, die verkaufen Zugehörigkeit, die verkaufen, dass ihr bei diesen Marken kaufen solltet, dass ihr da gesehen werden sollt, dass ihr miteinander in Aldi, Rewe, Edeka, Penny, Kaufland und so weiter, by the way, einkaufen tut. Und die verkaufen auch
Natürlich, ihre Produkte, ihre Ware. Aber die Grundmessage ist, die verkaufen dort in diesem Werbespot die Emotionen, was zu der aktuellen Lage an Weihnachten gepasst hat. Die verkaufen Nachhaltigkeit, die verkaufen Freude, Liebe und so weiter und so fort. Das verkaufen die alles in diesen Werbespots. Genau. Und das kannst du aber auch für dein Business, für dein Unternehmen machen. Ich mache es auch so und mache es immer wieder ständig aufs Neueste, auf eine andere Art und Weise, weil ich will ja auch meine Produkte, meine Dienstleistungen so verkaufen wie die großen Big Player. Und man kann voneinander nur abschauen. Wenn du noch Fragen hast, stell sie mir gerne in den Kommentaren. Gib dem Video ein Like nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Michael.